Und damit willkommen zu meinem neuen Let's Play. Hier ist der Leviathan 2 und wir werden Evergrace spielen. Ganz schnell noch davor, bevor wir hier anfangen mit diesem Spiel. Ich muss noch schnell die Lautstärke runterstellen. Das ist, weil ich noch keinen Speicherstand vom Spiel auf dieser Memory Card habe, ist das, konnte ich das nie richtig speichern. Ich glaube, ich habe auf 50 bei den Probeaufnahmen runtergesetzt. Ihr werdet davon nicht so viel merken, aber mir dröhnt es weniger im Ohr. Und dann kann ich besser denken. So, passt. Alles andere können wir lassen. So, damit haben wir das. Damit können wir das Spiel eigentlich wirklich beginnen. Vielleicht kurz zum Spiel. Evergrace ist ein PlayStation 2 Titel, der im Jahr 2000 erschienen ist. Also ein relativ früher PlayStation 2 Titel und war eines der zwei ersten Spiele, die meine Familie für die PlayStation 2 besaß. Wir haben es nie durchgespielt, was vielleicht daran lag, dass ich, als wir das Spiel bekommen haben, ich vielleicht 9 oder 10 Jahre alt war und absolut keine Ahnung hatte, was ich in dem Spiel zu tun habe. Aber ja, ich denke, mehr dazu können wir dann noch während des Spiels sagen. Ich kann ja gleich mal zeigen, neues Spiel. Man hat in dem Spiel die Auswahl zwischen zwei spielbaren Charakteren. Beide haben ihre absolut eigene Storyline. Wir werden Dario spielen. Und ich werde schauen, wenn ich nach der Geschichte von Darius noch Lust dazu habe, dann mache ich auch noch Shaldin. Und wenn ich nach Darius genug habe, dann lassen wir das mit Shaldin. Ich meine, das Spiel ist so, naja, ihr werdet es sehen, aber wir, ja. mal schauen, ob wir Shaldin zu besehen bekommen, oder vielleicht mache ich einfach nur ein Part, um zu zeigen, was bei ihr los ist. Wir werden es schon noch irgendwie sehen. Auf jeden Fall, ich würde sagen, beginnen wir doch einfach mal unser Abenteuer mit Darius. So, analog alles, ja. Das ist ja für die, das ist dann für das Spiel selbst. Das zeige ich dann, wenn es soweit ist. Ist einfach nur, wie fest man seine Tasten drücken muss. Addenbury. Auf diesem Kontinent tragen einige Menschen ein seltsames Mal, das sogenannte Crest. Das Mal des Fluchs. Als ich jung war, wurden meine Eltern getötet. Diese Tragödie wurde durch mein eigenes verfluchtes Crest verursacht. Ich schwor Rache und in meinem Zorn schwang ich mein Schwert. Ich wollte das Crest bedecken, mit dem Blut, das an meinen Händen klebte. Es ausbrennen mit den Flammen des Zorns und des Hasses. Endlich fand ich den Feind. Ich drang in den Bilianerwald ein und plötzlich erhob sich vor mir ein riesiger Baum. So hat alles begonnen. Bist du ein seltsamer Vogel? Nein, ich bin ein Mensch, genau wie du. Mein Name ist Chrysalis. Du bist ein Mensch? Du bist kein seltsamer Vogel, der sprechen kann und sich für einen Menschen hält? Glaub mir, ich wollte nicht so aussehen. Ich wurde gegen meinen Willen von einem Dämon verwandelt. Von einem Dämon? Erwartest du von mir, dass ich dir das glaube? Monster sind in unser Land eingefallen. Weißt du das nicht? Du bist wohl ein Fremder.
Du kommst von außerhalb, stimmt's? Und von außerhalb? Wie meinst du das? Du bist nicht von hier. Dies ist nicht deine Welt. Sie ist vollkommen anders. Hast du jemals von dem Ryuban-Imperium gehört? Was ist damit? Du befindest dich in Ryuban. An solche Märchen glaube ich nicht. Es ist mein Ernst. Sieh dich doch um. Hier windet es vor Monstern. Wo bin ich? Ich verstehe das alles nicht. Im Ryuban-Imperium. Es ist ein sehr gefährliches Land. Man muss vorsichtig sein. So. Wir sind hier auf dem Hügel Samarat im Ryuban-Imperium. Jetzt, vielleicht zur Hintergrundgeschichte. Ich habe die Anleitung noch bei mir, aber die werde ich jetzt nicht gerade zu dem ersten Part auspacken und vorlesen. Das ist dann eher mal für Ruhepausen. Auf jeden Fall, wir kommen aus... das Ryuban-Imperium gab es vor Hunderten von Jahren. Irgendwann ist es auf einmal verschwunden, dann bildeten sich neue Imperien aus diesen... von diesen Imperien oder Kaiserreichen oder was es auch immer sind, kommt hier unser Darius. Der ist dann irgendwann mal auf einen komischen Baum getroffen. Und dieser Baum hat ihn wegteleportiert, sagen wir es einfach mal so. Und tada, da sind wir nun. So, wir haben hier also überall Monster anscheinend. Können wir mal nachschauen gehen. Bis jetzt sehe ich noch keine. Dort vorne haben wir eins. So, unser erster Gegner. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt mit dem? Ja, greift auf jeden Fall mal an. So, mit den Fäusten angreifen? Keine so tolle Idee. Aber wir sehen hier oben ja was. Der Anfang halt, oder? Du hast das Schwert genommen. Gut. Ich bin sehr erleichtert. Dann glaubst du mir das jetzt mit den Monstern? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Aber das hier werde ich wohl gebrauchen können. Gut. Jetzt hör zu. Dies ist ein Geheimnis. Aber du musst es wissen. Dieses Schwert ist eine Palmyra-Waffe. Es ist kein normales Schwert. Es ist mächtiger. Verstehe schon. Vermutlich besitzt es Zauberkräfte wie in einem Märchen. Es wird mich 100-mal stärker machen. Du Schlaumeier glaubst wohl, alles zu wissen. Ich wette, das hier weißt du nicht. Palmyra-Waffen lassen sich mit Palmyra-Stücken kombinieren. Das macht sie noch stärker. Aber dazu wirst du die Hilfe eines Zauberers brauchen. Und im Kampf gegen bestimmte Monster wird dir das vielleicht trotzdem nichts nützen. Es gibt alle möglichen Arten von Monstern. Bei irgendeinem wirst du es schon einsetzen können. Versuch es nur. Wenn du die Wahrheit sagst, dürfte ich mit diesem Schwert eine Menge erleben. So, das legendäre erste Schwert. Natürlich muss es ausgerüstet werden. Ausrüsten ist eine der großen Sachen in diesem Spiel. Wir haben hier Waffen, von denen wir keine drin haben. Und jetzt natürlich das Stolterschwert. Tada. Ein Helm, bei dem wir auch nichts haben. Eine Rüstung, von der wir, naja, die Basiskleider haben, die nichts bewirken. Genauso wie die Schuhe, von denen wir auch nichts haben in dem Sinne. Und dann noch halt Accessoires. Jetzt... Die Waffen sind, also alle diese Sachen können Fähigkeiten mit sich bringen, die sogenannten Palmyra-Aktion und natürlich auch die Werte beeinflussen. Das wäre jetzt beim Schwert die Kettenkombo. Wir werden dann noch andere Palmyra-Aktionen sehen, wenn wir dann soweit kommen. Jetzt sollten hier Schweinchen auftauchen, vielleicht. Ich glaube, ich habe das letzte Mal hier den Stein untersucht bei den Probeaufnahmen. Und dann kam hier Schweinchen. Kamera. Nicht gerade die beste Kamera. Egal. Nehmen wir halt wieder unser Probeschwein hier. So, wir können normal zuschlagen.
Und haben dafür natürlich auch so eine Kraftleiste, wie man sie aus Secret of Mana zum Beispiel kennt. Oder wir können den Spezialangriff einsetzen. So, dazu muss man einfach dreimal gut getimt die Dreieckstaste drücken. Was jetzt noch speziell an diesem Spiel ist, ist, dass es registriert, wie fest du den Knopf drückst. Das heißt, wenn ich den Viereckknopf extrem runterdrücke, dann brauche ich quasi meine ganze Kraft. Und wenn ich ihn nur antippe, je nachdem, wie fest ich ihn antippe, kann ich da verschieden hart zuschlagen. Ist eine kleine Gefühlssache. Macht natürlich auch unterschiedlich viel Schaden, aber wie wir vorhin bei der Kettenkombo gesehen haben, bis es sich wieder auflädt, wenn man ganz auf Null runtergegangen ist, geht's eine Weile. So, dann sollten wir hier die nächste Cutscene haben. Sieh hier! Weißt du, was das ist? Es erschien aus dem Nichts, als dieses Land eingeschlossen wurde. Eingeschlossen? Was bedeutet das? Können wir nicht raus? Du wirst schon sehen. Zunächst musst du zum Schloss Vioban gehen. Das ist ein guter Anfang. Du willst mich nicht reinlegen, oder? Es ist kein Trick. Auch ich habe ein Anliegen. Du weißt nichts über diese Welt. Geschweige denn, wie man hier rauskommt. Also wenn du klug bist, hörst du auf mich. Gut, abgemacht. Solange du weißt, was du tust. Bleib ruhig. Tun wir uns zusammen. Zusammenzuhalten ist unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Gut. Auf nach Schloss Vioban. Ich glaube, es gibt in Richtung Nordosten einen Weg. So, Springbrunnen des Lebens. Da können wir einfach Leben auftanken. Yay! So, wir haben uns also mit dieser Gestalt zusammengetan. Mal schauen. Wie gesagt, ich habe das Spiel nie durchgespielt und ich bin nie weit genug gekommen als Kind, um herauszufinden, was es mit dieser Figur auf sich hat. In der Anleitung wird es als er bezeichnet, aber ja, es klingt nach einer Sie. Pilz! So, können wir hier auch rein? Ja, dann können wir noch. Es gibt nur eine, lassen wir es. Okay. Oh. Wir wollen ja nicht die letzte Blume pflücken. So. Etwas, was mir in diesem Spiel sehr gefällt, das ich gleich zu Anbeginn rauslassen möchte. Es ist eines der zwei Spiele, die mir in den Sinn kommen, wenn ich an Herbst denke. Einfach weil es... Man merkt es hier schon am Anfangslevel. Ich werde hier gleich eingeschlossen. Es hat ein sehr schönes Herbst-Theme. So. Dann wir sammeln während des Kampfes immer noch die kleinen Kristalle hier auf, die sie fallen lassen. Ich zeige gleich, wofür man die verwenden kann. Es ist unten die Zahl, die man sieht. 330 im Moment. Und 470. So, dann lassen wir wieder mal schnell die Kiste hoch. Zack, gut. Denn hier haben wir jetzt die Kristallsäule. Die hat verschiedene Effekte. Damit können wir unseren Status anschauen, den Charakter wechseln, die Monster-Enzyklopädie anschauen. Natürlich speichern und das Spiel beenden, aber für uns jetzt gerade wichtig, der Shop. Kurz laden. Sei gegrüßt. Willkommen in meinem Laden. Schau dich nur in aller Ruhe um. Ich weiß nicht, was er ist, aber er ist der Händler. Dementsprechend kein Grund irgendwie. Er ist ein guter Kerl. Jetzt können wir uns anschauen. Wir können hier Waffen kaufen oder verkaufen und reparieren und aufwerten. So ein bisschen alles. Du suchst also Palmyra-Waffen. Die sind alle verschieden. Manche funktionieren gut, manche nicht. Es kommt auf das Monster an. Das solltest du beim Kauf immer bedenken. Das soll einfach heißen, dass... Es soll einfach wirklich nur heißen, dass manche Waffen gegen manche Monster effektiver sind.
Wir könnten uns jetzt hier eine Zackenklinge oder ein Königsschwert leisten. Jetzt muss ich in meinem Gedächtnis, war glaube ich die Zackenklinge eine windelementare Waffe und das Königsschwert eiselementar. Die Reißklinge und das Hackbeil weiß ich nicht mehr. Also wir können nicht mal anschauen, dass sie genau aussehen. Aber eigentlich haben wir eine Waffe und die Monster, denen wir gerade begegnen, gegen die funktioniert sie auch irgendwie. Also schauen wir uns doch lieber mal die anderen. Welches Stück? An. Wir haben hier ein Azur-Stirnband. Ich glaube, das bringt nichts. Ein Paldio-Helm, ein Gips-Turban. Alles nicht so großartig. Hier haben wir natürlich die Schuhe. Können wir auch nichts leisten, leider. Und die Rüstung. Welches Stück? Hier könnten wir uns was kaufen. Die Schuppenrüstung und die Schutzrüstung. Ich nehme lieber die Schuppenrüstung. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das schon kann. Manche eignen sich zum Palmyra-Einsatz. Kommt darauf an, was du kaufst. Dies ist eine Palmyra-Waffe in Reinform. Teste sie mal. Ich wusste gar nicht, dass man die schon so früh kaufen kann. Das andere, was ihr vielleicht auch seht, können wir... Ganz schön verbeult. Du solltest besser darauf achten. Wir können Waffen reparieren. Das kostet uns jetzt 16, einfach weil wir es nicht großartig gebraucht haben. Ja. So, und schon wieder verbessert. Und das Aufwerten dann noch. Da könnten wir dann die Waffe hochleveln. Kostet jetzt hier 750 beim Stolterschwert. So, das andere, was wir jetzt bekommen haben, ist natürlich schön die Schuppenrüstung. Können wir gleich anziehen. Sieht man auch gleich am Charakter. Ist jetzt mit ein bisschen Feuer drum und dran. Wie gesagt, viel Glück. Ich habe gedacht, die kostet einiges mehr, weil das ist eine relativ gute Rüstung. Sollte man nicht unterschätzen. Lass uns schauen, kann man hier... Ja, Schnellfeuer. Das Kugelfeuer reinmachen. Und wir haben schon wieder mehr Kraft. Das ist halt einfach, wenn wir durch eine Rüstung Leben dazu gewinnen. Dann kriegen wir das halt. So, und jetzt könnten wir eigentlich einfach bei denen hier... einen Feuerball produzieren, der Gegner erledigt. Sofern sie schwach gegen... Es kommt ein bisschen drauf an, wie sie auf Feuer reagieren. Hier haben wir jetzt sonst... Oh, okay, haben wir doch noch einen Charakter, mit dem wir sprechen können. Gibt es weitere Überlebende? Du bewegst dich auf gefährlichem Pflaster, Kumpel. Bring dich lieber in Sicherheit. Was ist mit dir? Für dich ist es doch auch gefährlich, oder? Ja, aber ich habe versprochen, hier zu warten. Genau hier? Hier bin ich am dichtesten dran. Wenn ich gewusst hätte, dass dies passieren würde, wäre ich viel früher gekommen. Jetzt könnte es zu spät sein. Tut mir leid, dich mit all dem zu belästigen. Es ist eigentlich nicht dein Problem. Ich weiß nicht einmal, wer du bist. Dieses Mal auf deiner Hand. Du trägst das Crest. Das Mal des Fluchs. Ich weiß auch nicht, worum es hier gerade ging. Aber das ist ziemlich schön, was die Leute da für eine Einstellung zum Crest haben, das Darius auf der Hand trägt. Das ist dieses Symbol, das ihr am Titelbildschirm gesehen habt. Das ist während seiner Erklärung am Anfang hat man es gesehen. Das ist das Crest, halt das Mal des Fluchs. Oh Gott. Ein Eisgegner. Was wetten wir, du magst kein Feuer. Ich sollte aber mit dem Feuerball nicht zu verschwenderisch sein. Wie gesagt, es nutzt auch die Rüstung ab. Und ist ja nicht unbedingt etwas, was wir gerade machen wollen. Schon zu Beginn quasi die Rüstung vernichten. Jetzt bin ich gerade... Wir haben eine blaue Palmyra-Frucht bekommen. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ist das die Objekte? Die blaue Frucht, mit denen kann man seine Stats erhöhen. Davon bleiben wir aber mal noch kurz weg. Das ist etwas, das muss ich nicht gerade jetzt tun. Schauen wir doch mal, was es hier oben so gibt.
Etwas, was ich auch noch im ersten Part vielleicht sagen möchte, so was interessant sein könnte, lasst uns doch mal das Recycle-Spiel spielen. Wir alle wissen, dass Nintendo gerne seine Spiele mehrfach benutzt oder seine Spiele nicht viel ändert. FromSoft hat aber auch die Angewohnheit, sich vieles aus seinen alten Spielen herauszuholen. Und wie ihr am Anfang gesehen habt, ja, das ist FromSoft hier. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Die Macher von Dark Souls und Bloodborne und Demon's Souls. Und ja, schauen wir doch einfach mal, wie viele Elemente, dass sie von Evergrace und ja auch älteren Spielen für Demon's Souls und Dark Souls übernommen haben. Weil dann, es wird einem auffallen, dass man merkt wirklich, dass gewisse Entwickler Gewohnheitskinder sind und lieber das gleiche Spiel mehrfach produzieren, als großartig was zu ändern. So, die Frage ist, wo wollen wir jetzt lang? Gesagt wurde Nordosten, was Sinn macht, das wäre dann hier der Weg. Aber ich möchte eigentlich lieber mal ein bisschen das Gebiet erkunden. Wobei, hier wird es nichts mit erkunden. Kann ich von oben runterspringen? Da bin ich mir jetzt... Klettern ist, glaube ich, etwas, das wir in diesem Spiel vergessen können. Ich renne einfach. Es scheint keine Gegner in der Nähe gewesen zu sein, also kann ich es mir auch leisten, ein bisschen rumzurennen. So. Ja, runterfallen geht. Dann sollte ich jetzt wahrscheinlich am besten wieder Kraft tanken. Ja. Die Werte unten, die zeigen noch die Haltbarkeit der Rüstung bzw. der Waffe an, wenn ich mich nicht irre. Also da haben wir immer schön die Zahl, wo wir dann auch sehen können, wenn die Feuerkugel, wenn wir jetzt sagen wir mit der Rüstung 50 erreichen, dann sollten wir vielleicht die Feuerkugel rausnehmen. Einfach, aus, damit uns die Rüstung nicht zerbricht. Hier haben wir ein schönes Gebiet. Ein Bach und etwas, was dort drin ist. Das hat mich immer genervt. Wie komme ich da rein? Da ist irgendwas drin. Und wir sind, glaube ich, als Kinder nie drauf gekommen, wie wir da hinein können. Ich habe nie was von irgendwelcher Schleichmechanik oder so mitbekommen. Dementsprechend, ich möchte nur, was dort drin ist. Ich sehe es nicht mal richtig, das ist das andere. Sieht aus wie Schuhe. Oder Ohrringe. Man weiß es nicht. Ich habe keine Idee, wie ich da rankommen kann. Aber, oder kamen wir ran irgendwie? Ich weiß es nicht mehr. Das Spiel ist das im Jahr 2000. Es ist mindestens 10 Jahre her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Also ja, reden wir doch mal noch mit dieser Person hier und dann... Oder sollen wir? Nee, reden wir mit dieser Person im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und ja, lasst uns schauen, wie es dann weitergeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.